الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله رحمة وهداية للعالمين بعثه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك وتابعيهم وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد فيا عباد الله. Die Zeit vergeht und durch unsere Arbeit und durch unsere Taten, die wir im Alltag machen, vergessen wir nachzudenken und vergessen uns einige Fragen zu stellen. Einige Fragen davon sind, wenn wir die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören und die Pflichten, die uns Allah azawajal erteilt, wie schnell, wie flexibel sind wir, dass wir dies machen, wenn wir es so hören. Die nächste Frage ist, wie lange brauchen wir, wenn wir eine Sünde begangen haben, dass wir zu Allah zurückkehren? Sofort oder nach einem Tag oder nach einem Jahr? Ebenso ist eine wichtige Frage, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dir wäre und dich fragen würde, Ya Akhil Habib, oh mein geliebter Bruder, wann wirst du zu Allah zurückkehren? Was würdest du ihm antworten? Wie würdest du reagieren? Was würdest du machen? Diese Fragen sollten wir uns jeden Tag eigentlich fragen, bevor wir zum Beispiel schlafen, auf dass wir jedes Mal zu Allah zurückkehren und zu denen gehören, die At-Tawabin genannt worden ist. Denn At-Ta'ib ist der einmal Reue begangen hat. Der Tawab ist der mehrmals Tawbah begeht. Und so verlangt uns Allah schon im Koran, dass wir zu denen gehören. Als Beispiel, wie die Sahaba waren, gibt es Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Anas ibn Malik war eines Tages Saqil Qaum, der Gießende, der dem Volk Alkohol gegeben hat. In dieser Zeit war der Alkohol noch nicht ganz haram. Der Gastgeber war Abu Talha radiallahu anhu. Als dann plötzlich von draußen ein Ruf kam und Abu Talha rief Anas ibn Malik radiallahu anhu, dass er gehen soll und nachschauen soll, was er ruft. Als Anas ibn Malik dahingang und zurückkam, sagte er, es gibt einen Rufenden, der sagt, der Alkohol ist haram. Wie haben die Sahabe reagiert? Sie haben nicht gesagt, lass mal gucken, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich das gesagt hat. Oder haben eine Interpretation gemacht. Nein, sie haben es sofort ausgegossen. Sie haben sofort, als sie gehört haben, dass es haram ist, aufgehört zu trinken. Und es als haram gesehen. Nicht wie wir heutzutage. Ebenso sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages ein Mann, der einen goldenen Ring trug. Und Gold ist für die Frauen und nicht für die Männer. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Ring sah, nahm er ihn und warf ihn weg. Als Zeichen, dass er es nicht tragen soll. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach ging, sahen die Sahabe, waren einige Sahabe dort und sagten zu dem Mann, nimm diesen Ring, verkaufe ihn, nutze es. Wie du willst, Hauptsache trügst es nicht. Er sagte, Wallahi, ich werde nicht etwas hochheben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggeworfen hat. Ich will nicht den Alkohol heutzutage ansprechen. Ich will nicht das Rauchen ansprechen. Ich will nicht den Zina ansprechen. Ich will heute über etwas reden, was heute sehr viele Leute als sehr klein sehen. Als etwas sehr Schönes sehen. Und zwar die Zauberei. Die Zauberei gibt es Arten. Die schlimmste Art, dessen Strafe ist auch sehr hoch. Dessen Strafe ist auch, dass er Murtad geworden ist. Denn er hat Schirk begangen. Er hat neben Allah Azza wa Jal jemanden anderen angebetet in dieser Sache. Diese Sache ist für uns heutzutage ganz normal geworden. Sodass wir es unseren Kindern geben. Sodass wir es kaufen, überall. Wir schauen es uns an im Fernsehen. Wir spielen damit mit Konsolen. Und trotzdem sehen wir es als harmlos. Obwohl es schon zu einem Schirk führen könnte später. Oder schon zu einem Schirk gebracht hat.
Deswegen ist es wichtig, dass wir zu Allah jede Zeit zurückkehren, auf dass wir immer noch diese natürliche Anlage haben, diese Fitra haben, dass Haram Haram ist und dass Halal Halal ist. Denn wenn wir jedes Mal diese Taube begehen und nicht einmal im Jahr, so haben wir immer noch diese Fitra, dass wir unterscheiden können zwischen Halal und Haram. Denn Imam al-Nawawi, rahimahullah, sagte auch zu denjenigen, die Zweifel haben, was ist, wenn ich 100 Mal eine Sünde begehe? Was ist, wenn ich Taube mache und wieder die Sünde begehe? Und Taube mache und wieder die Sünde begehe? Muss ich jedes Mal Taube machen? Solche Fragen gibt es bis heute. Und deswegen sagt Imam al-Nawawi, rahimahullah, لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته. Wenn die Person 100 Mal die Sünde begeht, wiederholt, oder auch 1000 Mal, oder auch mehrmals als 1000, mehr als 1000, und jedes Mal, für jedes Mal Taube macht, so wird es seine Taube von Allah Azzawajal inshallah akzeptiert. Ebenso gibt es die Geschichte von Musa a.s. und dem einen Diener. Musa a.s., als er in der Wüste war, waren sie durstig und sie hatten kein Wasser. Da hebte Musa a.s. seine Hände hoch und rief Allah Azzawajal um Regen. Auf dann hat Allah Azzawajal eine Antwort gegeben. Er sagte, ja Musa, in deinem Volk gibt es einer, der mich 40 Jahre gesündigt hat. Er war 40 Jahre ungehorsam und hat eine Sünde begangen. Nimm diesen raus, rufe den Menschen und er soll rausgehen und ich werde das Regen regnen lassen. Auf dann rief Musa a.s., dass es unter denen jemanden gibt, der seinen Herrn, der Allah azzawajal, 40 Jahre gesündigt hat. Natürlich, diese Person will nicht rausgehen. Er will nicht blamiert werden und hat Angst. Und rief Allah azzawajal bittend unter dem Volk und sagte, ja Allah, ich bin hier. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst für diese ganzen Taten, die ich begangen habe. Diese all 40 Jahren. Daraufhin regnet es. Musa a.s. verstand das nicht. Er sagte, ja Rab, du hast gesagt, diese Person muss als erstes rausgehen und danach wirst du es regnen lassen. Er sagte, ja Musa, dieser Diener, der 40 Jahre gesündigt hat, hat eine Taube begangen zwischen mir und ihm. Und deswegen habe ich ihm vergeben und es regnen lassen. Musa a.s. wollte noch etwas. Er sagte, ja Rab, ich will diese Person kennenlernen. Ich will diese Person sehen. Er sagte, ich habe ihn 40 Jahre versteckt. 40 Jahre hat er gesündigt und niemand wusste davon. Und jetzt, nachdem er Taube macht, soll ich dir sagen, wer diese Sünden gemacht hat? Möge uns Allah azzawajal unsere Taube akzeptieren. Dass wir stets diese Taube nicht vergessen. Dass wir es unseren Kindern lehren und unseren Familien und die um uns sind. Und dass wir zu den Leuten des Paradieses gehören und nicht zu den Leuten des Höllenfeuers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين.